Die Hälfte von der Miete. You now have to try sometimes the ball in position one, so you can make a good service, not very strong, but position one, control the service, and then we can spike, we can service very, very well. Die Mannschaft haut da den Deutschen ein bisschen den Ball um die Ohren. Jetzt haben sie Glück, dass da der zweite Punkt an die deutsche Mannschaft geht. Luisa Lippmann beim Angekommen ist bei der deutschen Mannschaft, aber man hat schon den Eindruck, sie haben schon eine Menge gelernt. Das war korrekte Entscheidung und da gibt es auch keine Proteste von Seiten. Das hat nicht so gut aus, gefällt uns gerade nicht, dieser Zwischenstand. Türkische Mannschaft 7:2 vorne. When they stay together, third thing, we don't have to go where we could be invasion on the other. Ich glaube nicht mehr, dass sie so ganz dran glauben, dass sie das noch drehen können. Aber das wäre jetzt einfach wichtig, nicht daran zu denken, was war der letzte Satz, sondern einfach... Da dem neuen Cheftrainer der deutschen Volleyballnationalmannschaft der Damen, der Nachfolger von Giovanni Guidetti, der ja immerhin zweimal Vize-Europameister geworden ist. Der letzte Vorrundengegner ist übrigens Japan. Diese das ist schon eine Leistungsträgerin. Aber das ist eine interessante Mannschaft. Die deutsche Mannschaft hat zumindest phasenweise bewiesen, dass sie sehr not high hand and stay near the net every time. Okay, and now sozusagen Cross Court zu verwerten. Luisa Lippmann, auch sie erst 20 Jahre alt. Was notwendig ist nach Ansicht der Spielführung. Klasse gespielt vom deutschen Team, Luisa Lippmann. Das war mit Köpfchen, das war klasse gespielt von Luisa Lippmann. Am Block vorbei, die Linie entlang. Perfekt. Aber dann nehmen wir doch auch gerne mal so einen Fehlaufschlag mit. Der klasse Block von Lippmann. Hatte nach dem Türkei-Spiel gesagt, ja, man hat da manchmal den Eindruck, wenn da eine Spielerin ein, zwei Mal nicht durchkommt im Angriff und immer wieder geblockt wird, dass da so ein bisschen der Kopf an Lippmann. Ja, da gibt es nichts einzuwenden, das war alles in Ordnung. Dran, also korrekte Entscheidung der Unparteiischen. Trainer, dem das natürlich nicht gefällt, dass man den Eindruck hatte, dass da so die letzte Konzentration nicht mehr da war bei den letzten Bällen, das, die man auch als junge Mannschaft, als na schade, die andere Spielerin. Satz Nummer 2. Die Mannschaft in den 12. In allen Altersstufen ganz verhalb der Linie. Pedola, der deutsche Bundestrainer, nach dieses Montreux-Turnier vorbereitet. Auch sie haben noch große Ziele in diesem Jahr. Die Asienmeisterschaften unter zum Reinkommen in die lange Nationalmannschaftssaison. Also 12:18. Unterbinden, ein bisschen der deutschen Mannschaft Gelegenheit zu geben, sich ein paar. Das schien uns technisch auch nicht wirklich sauber gewesen zu sein bei den Japanerinnen. Sei es drum, 7. Punkt für Nippon. Noch gar nichts im Hinblick auf den weiteren Verlauf dieses Satzes. Luisa Lippmann, die Dresdnerin. Ist ganz wichtig im Hinblick auf die weiteren großen Aufgaben, die da kommen. Die Europaspiele in Baku, ja.
Und vielleicht auch Marin Brinker wieder dabei. Das ist eine sehr ansehnliche Begegnung geworden im dritten Durchgang. Schläge auf Seiten der deutschen Mannschaft. Immer nur eingewechselt worden ist. Bislang hat Pedula, der Bundestrainer, auf die